Marc Ziegle ist bei mir. Er forscht über Online-Kommunikation. Herr Ziegle, das Wort der Lügenpresse. Ist das, vor 3 Jahren ungefähr habe ich es zum ersten Mal kennengelernt. Kannten Sie es von länger her? Es ist in der öffentlichen Debatte tatsächlich erst dann richtig populär geworden, auch angetrieben durch den Rechtspopulismus natürlich, der das Wort Lügenpresse ja im Zuge der Pegida-Demonstration erst richtig bekannt gemacht hat, obwohl es historisch natürlich schon mal im NS-Kontext früher verwendet wurde. Aber ja, also die Verschwörung zwischen Medien und Politik und die Bezeichnung dessen als Lügenpresse ist, glaube ich, erst da richtig in Fahrt gekommen. Was sagen Sie denn als Wissenschaftler dazu? Beobachten Sie das als Phänomen oder sind Sie da ablehnend gegenüber? Wie ist Ihre Haltung als Wissenschaftler? Es gibt 2 Arten von Medienkritik, die man äußern kann. Die eine ist berechtigt, die andere ist sehr pauschal. Und das erste bezeichnen wir als Medienskeptizismus. Es ist ein Bewusstsein darüber, dass Medien Fehler machen, die sich auch wissenschaftlich belegen lassen. Zum Beispiel, dass sie Meinungen und Tatsachen oftmals miteinander vermischen oder dass sie dazu neigen, bestimmte Sachverhalte zu übertreiben. Dass Journalisten auch manchmal opportune Zeugen heranziehen, die nur ihre eigenen Meinungen bestätigen. Das sind Sachen, die sehen wir in empirischen Studien. Und wenn sich Menschen dessen bewusst sind, ist das eigentlich eine gesunde Form, dem Journalismus gegenüberzutreten. Was wir aber auf der anderen Seite haben und was wir Medienzynismus nennen, ist eben diese pauschale Ablehnung und Verurteilung der Medien als Instrument der Mächtigen, als quasi Spielball der Politik, um die Bevölkerungsmeinung zu manipulieren. Das sind Vorwürfe, die in ihrer Pauschalität nicht zutreffen und die auch für eine Demokratie schädlich sein können. Es ist ja unser Wunsch, gerade als öffentlich-rechtliche Journalisten, Vielfalt zu präsentieren. Wenn jetzt Populisten eine Einfalt propagieren und in ihrer Filterblase bleiben, ist das doch die eigentliche Lügenpresse oder die Lügen-PR. Müsste man ja gegenhalten, oder? Das würden die natürlich so nicht unterschreiben, weil es natürlich einfacher ist. Also Populismus lebt ja davon, das Establishment und die Eliten sozusagen zu kritisieren. Und hier sind die Öffentlich-Rechtlichen als etablierte Institution oder scheinbar mächtige Institution ja ein gefundenes Fressen. Andersherum wäre es quasi weniger glaubwürdig, wenn es die Öffentlich-Rechtlichen sagen würden, ja, aber eigentlich sind die in ihrer Filterblase gefangen, weil natürlich der Rechtspopulismus sich eher als Opfer geriert hier und insofern eigentlich das Narrativ andersrum für die besser funktioniert. Wie geht es denn weiter mit dem Wort Lügenpresse? Wird das irgendwann wieder verschwinden oder bleibt das sozusagen im festen Bestandteil? Sie sagen es ja eher ein unsachliches Wort, also Medienskeptizismus wäre eigentlich Ihr Alternativwort dafür. Wie geht es weiter mit dem Wort Lügenpresse? Also ist ja sowieso, wir überprüfen das jährlich in Umfragen, die wir durchführen in Bevölkerungsrepräsentativen. Und die Angst war ja groß, dass irgendwie jetzt jeder zweite Deutsche diesen Lügenpressevorwurf teilt. Und das sehen wir in Umfragen nicht. Das haben wir schon 2015 nicht gesehen. Wir haben einen relativ stabilen Kern, das sind so 20-25% an Menschen, die diesem Lügenpressevorwurf etwas abgewinnen können. Aber das ist eben nicht die breite Mehrheit. Und über die Jahre hinweg sehen wir, dass sich das nicht großartig verändert. Stattdessen ist das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien immer noch groß. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind immer noch der unangefochtene Spitzenreiter bei den Glaubwürdigkeitsskalen. Und insofern glaube ich nicht, dass sich diese Lügenpresse-Debatte und auch das Internet, das ja eine große Rolle dabei zu haben scheint, jetzt so massiv darauf auswirken wird, sondern dass es eher etwas ist, was mit dem Abflauen der Pegida-Presse, der Pegida-Bewegung auch aus dem öffentlichen Diskurs wieder ein bisschen verschwunden ist. Sind die öffentlich-rechtlichen oder die vertrauenswürdigen Medien, nenne ich mal pauschal, auch ein bisschen aufgeschreckt und sozusagen in eine Art konstruktive Weiterentwicklung gegangen, nachdem das Wort Lügenpresse auftauchte? Das ist tatsächlich eine gute Entwicklung davon, würde ich jetzt aus meiner subjektiven Wahrnehmung sagen, dass man gesagt hat, okay, wir müssen daran arbeiten, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen oder zumindest zu erhalten und dass man dann mit verschiedenen Transparenzoffensiven auch versucht hat, den Journalismus besser zu machen, dass man Faktenchecks gemacht hat bei der ARD zum Beispiel, bei der Tagesschau und dass man vielleicht auch in Zukunft... Auch im ZDF, wenn ich ergänzen darf. Auch im ZDF, tut mir leid. Also dass man sich da Maßnahmen überlegt und dieser Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen, dass man den Bürger sozusagen und die Bürgerin in dem Prozess der Nachrichtenproduktion mehr involviert, das transparenter macht, nach welchen Kriterien ausgewählt wird. Ich glaube, das braucht ein Journalismus, der in der heutigen digitalen Generation halt nicht mehr so tun kann, als sei das alles eine Einbahnstraße in Sender-Empfänger-Richtung. Da muss man dran arbeiten, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und das klappt, glaube ich, schon über solche Maßnahmen.
Marc Ziegler. Besten Dank. Ja.